Keine Ahnung. Da unten. 4 von den Viechern. Ganz großes Kino. Ihr könnt euch vorstellen, die Viecher teilen dermaßen heftig viel Schaden aus. Und wir kriegen maximal 300 Schuss mit der Energiezellen zusammen. 50 mit der Shotgun, das ist halb so viel wie auf der Leichtanteil. Ja, also man geht hier rein und da stehen einfach mal 3 Skelette, ein von diesen Feuertypen. Und noch diese riesige Spinne, die mehrere Schuss mit dem BFG aushält. Ja, wer da reingeht, ohne zu wissen, wo er hier überhaupt hingeht, der hat so verloren. Der hat einfach nur so verloren. Und im Prinzip setzt das voraus, dass noch einer. Ja, es sind recht viele Gegner auf Full Violence. Und wenn man es auf Nightmare spielt, kommen sie halt immer wieder. Das heißt also, man muss ganz schnell vorbeilaufen. Also es ist mehr ein Rennspiel, würde ich mal sagen, als ein Jump'n'Run ohne Run, ohne Jump meine ich. Shooter Run. Shoot and Run oder so. Ja, so ziemlich extrem, wie man sieht. Und es wird noch extremer. Nope, wenn wir schon mit Cheats spielen, dann gescheit. Ja, das sind nur 2. Oh, es geht ja noch. Ach komm. Und ihr könnt es ja gerne selbst mal ausprobieren. Das Spiel gibt es ja umsonst zum Download. Im ersten Video und im letzten habe ich Download angegeben. Also wo man es runterladen kann. Und es sind neue Gegner da. Die kommen übrigens auch ohne Nightmare. Ja. Weil man den Schlüssel aufgenommen hat, sind wir wieder da. Und es sind so unglaublich viele. Ja, es ist einfach nur krank. Und wer auch immer das auf Nightmare durchspielen will, ich wünsche euch viel Glück. Denn wie gesagt, Cheatcodes funktionieren nicht. Und es ist einfach die Hölle. Ihr habt gigantische Gegnermassen. Es ist einfach so abartig krank. Na komm. Oh Mann. Und wo ging's denn jetzt weiter? Mach die Tür auf und 3 solche toten 4 kommen raus. Und da kommen halt nochmal so ein halbes Dutzend Gegner. Und Skelette und was der Teufel noch alles. Ja, mehrere Skelette gleich. Die einen alle töten wollen und alle so ein töten und schießt super schnell und da sind Spinnen drin und oben sind noch mehr Skelette, ja. Also ich glaube, würde man heute das Spiel machen mit so einem Schwierigkeitsgrad wie hier. Puh, ich glaube, man würde erstmal 10% Abzug in jeder Game-Zeitschrift bekommen, weil das Spiel so höllenschwer ist. Und wo muss ich jetzt wieder lang? Ja, Berserker-Modus kann man in Nightmare mal komplett vergessen, weil man die Gegner nicht schnell genug töten kann damit. Also im Prinzip Kettensäge kann man halbwegs benutzen. Natürlich die Doppel-Shotgun. Gatling bedingt. Raketenwerfer auf jeden Fall. Ja klar, die Plasma-Gun und natürlich die BFG ist ganz klar. Und man muss auf jeden Fall verdammt schnell sein, im Prinzip am besten man macht permanentes Rennen an und ja, läuft ganz schnell an den Gegner vorbei und ich komme wieder nicht durch die Tür durch, deswegen mache ich jetzt noch Clip an. Und dann wir laufen jetzt einfach mal in den Raum und nichts passiert und guckt euch an alle, 20 Skelette auf jeder Seite und Typen die Feuer nach einem werfen und ja, also es ist Nightmare, Nein, Moment, falscher Cheat. Also, Ultraviolence kommen sie wie gesagt nicht mehr wieder, aber auf Nightmare kämen diese Gegner alle wieder. Egal wie oft wir sie töten. Und sie sind verdammt stark und schnell und vernichtend und ja.
Es ist einfach krank. Oh, die blasen halt einfach voll weg. Und da kommen noch mehr Gegner. Yeah, da wobei den leichteren Schwierigkeitsgrad nur so. Ja, so. Stiere kommen. Kommen da halt dann so Skelette und Feuerviecher und. Ja, also. Im Prinzip darf er da gar nicht mehr stehen bleiben, weil. Ja, man ist halt sofort tot, ne? Leicht erkennbar an dieser Masse an Gegnern. Oh man. Und man kriegt sie einfach nicht tot, man kriegt sie einfach nicht tot. Ich meine, so viel Munition hat man gar nicht. Ohne Cheats und ich weiß nicht, wie man die ganzen töten sollte. Es ist einfach nur ja, ein Albtraum halt, ne? Weil die Entwickler von... Oh, ich krieg's einfach nicht tot, ich glaub's einfach nicht. Weil die Entwickler scheinbar richtige Arschlöcher waren. Und gedacht haben, na gut, dann machen wir einen Schwierigkeitsgrad, den niemand mehr zu leicht findet. Und... Ja, ich glaube auch nicht, dass es jemanden gibt, der Nightmare noch zu leicht findet. Und... Oh, drei! Okay, drei von den Viechern. Jedes von diesen Viechern hält mehrere Schuss für den BFG aus. Yeah. Da kommt Stimmung auf. Oh, und die Nightmare fliegen die Geschosse noch schneller, möchte ich anmerken. Und die Gegner sind noch ein bisschen stärker und so, ne? Nein, Berserker-Modus ist doch für den Arsch. Also. Hardcore, wie man sieht. Sehr, sehr hardcore. Und jetzt können wir da runter. Glaube ich. Nein. Hm. Doch können wir. So, fertig aus. Wollen wir da überhaupt runter? Ich glaube, das war jetzt alles Schwachsinn, was ich gemacht habe. Okay, gehen wir da rauf. Ich beschleunige das Ganze jetzt irgendwie mit Cheats und so, weil... Nein, wir müssen da runter, doch. Passt schon. Glaube ich. Naja, ist verlaufen. Nein, Moment. Irgendwas mussten wir jetzt auch umlegen. Ja, gut. Soll ich die ganze Welt jetzt nochmal spielen, oder? Reicht im Prinzip, dass ich jetzt schon... Ah ja, doch, ja. Ich weiß jetzt gerade, wo ich lang muss. Ich habe noch einen Schalter vergessen. Na toll. Oh, da ist noch so ein Mistvieh. Also das würde normal irgendwie so rauffahren und dann würden wir hier weitermachen können und... Ich schieße mich jetzt mal kurz ein bisschen durch. Bum, bum, bum. Geht ein bisschen schneller. Ich denke, ich habe den Schwierigkeitsgrad ausreichend demonstriert. Und... Ja, also hier kämen wir auch lang, wenn man das Spiel normal spielen würde. IDFA, nein, IDFA. Passt schon. Jetzt passt. Und das ist die richtige Richtung. Wir müssen darüber. Und hier sind noch so ein paar Spinnen. Gut, die waren auf der niedrigsten Stufe auch. Ja, und hier sind halt mal so 20.000 von den Mistviechern. Die man gar... Und noch Skelette, ja. Also, schön anzusehen. Hier noch Skelette, ja. Oh, noch so ein Stier. Also man sieht deutlich schöne Gesellschaft. Da sind noch ein paar so Feuerviecher. So fünf Stück. Ja, und dann wäre die Welt auch schon zu Ende, wenn wir da unten ankommen würde. Wenn. Also ziemlich einfach die Schwierigkeitsstufe. Und oh, ich hasse diese Tröten. Also ziemlich einfach im Prinzip. Keine nennenswerte Schwierigkeit. Und jetzt werde ich die Welt nochmal kurz auf Nightmare starten. Und schauen, wie weit ich komme.